Ey, es gibt eine Sache, die mich anpisst. Hast du gewusst, dass die Bienenwelt krank ist? Und wenn das für einen harten Job der Dank ist, dann pass mal auf, wer als Übernächster dran ist. Denk zum Beispiel mal an unsere Lebensmittel. Ohne Bienen schrumpft das Angebot um gut ein Drittel. Ich hoffe, das Problem kann ich dir gut vermitteln. Denn eine Bienen hilft kein Oberarzt im weißen Kittel. Ja, ja, es kann so viele Pflanzen nur mit Bienen leben. Denn unsere Bienen schaffen viel in ihrem Bienenleben. Doch wenn mit Giften unsere Bauern nach Profiten streben, dann wird es bald in Feld und Wald nur noch Termiten geben. Ich komm zum Punkt, die Bienen können keine Demo machen. Ja, sie sind stumm und können auch nicht über Schäbo lachen. Es geht hier nicht nur um den Frühstück und am Honig. Angepriesen und dabei sind sie doch auf Bienenhilfe angewiesen. Die Lage ist verzwickt und eine Paradoxe. Ja, wir haben ein Problem, das sieht schon jeder Ochse. Es wird mit aller Macht für den schlimmsten Scheiß geworben. Und so manche Bippe-Bienenvölker sind bereits gestorben. Billig, billig, mehr, mehr, das ist die Devise. Oh Mann, ich hasse uns dafür, so krass ist diese Krise. Hallo Maya, hallo Willi, bitte bleib im Leben. Wir wollen allen Arten dieser Welt am Leben geben. Die Land- und Forstwirtschaft muss dafür ökologisch sein. Dann wird der Bienenvolkenstand auch nicht bedrohlich klein. Wasser, Luft und auch die Tiere schon. Mutter Natur wird uns dafür mit Qualität belohnen. Ich sag dir, wenn wir das machen, sind wir echt und dumm. Denn somit bieten in der Zukunft nur die Schuhe herum. Thank you.